Die Skagen Folster 2 ist eine Uhr. Aber nicht irgendeine Uhr. Sie ist eine Smartwatch. Und dabei ist sie auch noch schick und elegant. Mit einem Gehäusedurchmesser von 40 mm und einer Dicke von 11 mm ist sie zusätzlich noch um einiges kompakter als viele andere Smartwatches. Was die Uhr sonst noch kann, was sie nicht kann und ob sie sich trotz dem mittlerweile erschienenen Nachfolger der Folster 3 noch lohnt, seht ihr im folgenden Video. Das eben schon angesprochene Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und in meinem Fall in Hochglanzsilber gehalten. Rechts am Gehäuse sind die beiden frei belegbaren Knöpfe zu finden. Genau dazwischen ist außerdem die Krone, mit der man durch Listen auf der Uhr scrollen kann und welche bei einem Druck auch als Home-Button verwendet wird. Auf dieser Seite ist zusätzlich noch das Mikrofon angebracht. Dieses kann für den Google Assistant verwendet werden, allerdings nicht für Anrufe, da die Uhr nicht über einen Lautsprecher verfügt. Auf der linken Gehäuseseite befindet sich, außer einer hoffentlich nicht zu kratzanfälligen Oberfläche, nichts. Oben und unten am Gehäuse werden jeweils die Armbänder angebracht. Meine Version der Uhr kommt mit einem silbernen Milanese-Armband. Dieses ist sehr bequem und dank dem Magnetverschluss auch leicht anzulegen. Wer hierbei Angst hat, die Uhr zu verlieren, dem kann gesagt sein, der Magnet hält bombenfest und wird euch auch bei sportlichen Aktivitäten sicher nicht im Stich lassen. Für alle, die dennoch gerne andere Armbänder verwenden wollen, sind diese aber auch ganz einfach und werkzeuglos durch passende 20 mm Armbänder austauschbar. Bevor wir nun zum wichtigsten Punkt kommen, noch schnell die Unterseite. Hier befinden sich die Kontakte für die mitgelieferte magnetische Ladeschale, welche auch verwendet werden muss, da die Uhr kein kontaktloses Laden unterstützt. In der Mitte sitzt dann noch der integrierte Herzfrequenzmesser, welcher sowohl im Alltag als auch bei sportlicher Betätigung euren Puls misst. Zusätzlich zum Herzfrequenzmesser hat die Uhr aber auch alles andere an Sensoren und Verbindungsmöglichkeiten mit an Bord, was man so brauchen kann. Bluetooth 4.1, WLAN, NFC für kontaktloses Bezahlen, GPS, ein Barometer, Beschleunigungssensor und ein Lichtsensor. Das alles wird durch das Gehäuse mit einem IP67 Rating und einer Wasserfestigkeit von 3 Atmosphären vor Wasser und Dreck geschützt. Das heißt allerdings nicht, dass ihr damit ohne Bedenken in den nächsten Pool springen oder bei der nächsten Meisterschaft mitschwimmen könnt. Leichte Regenspritzer und Duschen sollte die Uhr aushalten, mehr aber auch nicht. Hier ist allerdings auch zu beachten, dass bei Regen sehr schnell mal Falscheingaben auf dem Display gemacht werden. So wurde bei mir zum Beispiel während dem Fahrradfahren die Musik einfach mal leiser oder zum nächsten Track gewechselt. Um dem vorzubeugen, lässt sich aber in den Einstellungen die Touch-Funktion oder in den Quick-Settings auch gleich das ganze Display abschalten. Apropos Display. Auf der Oberseite der Uhr finden wir natürlich das 1,19 Zoll große und komplette runde AMOLED-Display mit einer Auflösung von 320x320 Pixel. Wem das jetzt etwas wenig vorkommt, der muss sich nur mal vor Augen führen, dass ein 6 Zoll Smartphone mit Full-HD-Auflösung auf einen ähnlichen PPI, also Pixel per Inch-Wert von ca. 380 kommt. Die Auflösung ist also wunderbar ausreichend und selbiges gilt auch für die Helligkeit, die entweder manuell eingestellt werden kann oder von dem im Rahmen eingebauten Lichtsensor gesteuert wird. Alles, was ihr auf dem Bildschirm dann zu sehen bekommt, wird von einem Snapdragon Wear 2100 Prozessor berechnet. Dieser arbeitet mit bis zu 1,2 GHz und 4 Kernen. Zur Seite stehen ihm dabei noch 512 MB Arbeitsspeicher und 4 GB interner Speicher. Beides nicht unendlich viel, aber für eine Uhr gerade noch ausreichend. Dennoch wäre mehr natürlich schön. Daher wurden sowohl Arbeitsspeicher als auch interner Speicher im Nachfolger, der Folster 3, verdoppelt. Dafür, dass wir dann auch die ganze Zeit schöne helle Bildchen sehen können, sorgt außerdem ein 300 mAh großer Akku. Mit diesem komme ich immer gerade so durch einen Arbeitstag, spätestens um 23 Uhr war meistens Schluss. Am Wochenende reicht es dafür ganz entspannt durch den Tag. Dennoch muss die Uhr somit jeden Abend an ihr Ladekabel gehängt werden. Schlaftracking und ähnliches ist also nicht drin und auch beim Wochenendtrip sollte man besser nicht das Kabel vergessen. Solange die Uhr dann aber noch Saft hat, wird dieser genutzt, um Googles Wear OS System über den Bildschirm zu jagen. Das Ganze dann mal mehr und mal weniger flüssig, denn hier und da kann es leider zu Rucklern kommen und gerade die Einrichtung der Uhr lief so langsam ab, dass ich die Uhr zwischendurch neu gestartet habe, weil ich dachte, sie wäre abgestürzt. Im normalen Alltagsgebrauch läuft aber meist alles rund. Ergänzt wird dieses System von den Skagen eigenen Watchfaces. Diese sind größtenteils sehr minimalistisch gehalten, was dank dem großflächigen Einsatz von schwarzen ausgeschalteten Pixeln nicht nur den Akku schont, sondern auch für die Augen sehr angenehm ist. Für alle, die ihre Uhr aber noch etwas weiter an die eigenen Bedürfnisse anpassen wollen, gibt es im Google Play Store natürlich Apps mit hunderten verschiedenen Watchfaces zur Auswahl. Diese können dann ganz einfach vom Smartphone auf die Uhr übertragen werden. Auch hier wird allerdings aus Energiespargründen eine abgespeckte schwarz-weiße Ansicht für das optionale Always-On-Display verwendet. Dieses kann natürlich auch ganz abgeschaltet werden, um noch mehr Akku zu sparen. Ich habe es aber nach den ersten paar Tagen eingeschaltet und danach durchgehend angelassen. Ansonsten brauchte mir die Uhr einfach ein bisschen zu lange, um mir die Zeit anzuzeigen, wenn ich den Arm hebe. Immerhin ist die Folster 2 immer noch eine Uhr, also würde ich auch gerne die Uhrzeit lesen können. Gerade beim Arbeiten am PC oder generell Schreibtisch ist diese Funktion wichtig, um nicht immer erst demonstrativ den Arm heben zu müssen, sollte man die Uhrzeit wissen wollen. Weckt man die Uhr dann auf, egal ob mit oder ohne Always-On-Display, landet man sozusagen auf dem Homescreen. Hier werden einem erstmal, je nach aktuellem Watchface, Informationen wie zum Beispiel die Uhrzeit, der Puls und der Akkustand der Uhr angezeigt.
Von hier geht's dann entweder mit der Krone oder durch Wischgesten weiter. Mit einem Wisch von unten nach oben bekommt ihr hier alle Benachrichtigungen eures Smartphones angezeigt. Dabei lässt sich auch einstellen, von welcher App ihr Benachrichtigungen auf eurer Smartwatch sehen wollt und von welcher nicht. Von hier könnt ihr mit diesen Nachrichten dann je nach Art interagieren oder sie einfach löschen. Etwas schade finde ich die eingeschränkten Kurzantworten für WhatsApp. Hier wäre ein Okay manchmal sinnvoller als ein Ja oder Nein. Dafür gibt's aber auch die Möglichkeit, über ein winziges Keyboard Nachrichten selber zu tippen oder Sprachnachrichten aufzunehmen. Mit einem Wisch von oben nach unten landet ihr bei den Quick Settings und der Musiksteuerung. Von hier könnt ihr zum Beispiel euer Smartphone suchen lassen, den Flugmodus einschalten oder auch einfach in die vollständigen Einstellungen wechseln. Von links nach rechts kommt ihr dann auf die Infoseite des Google Assistant. Dieser gibt euch dort allgemeine Infos, zum Beispiel über das Wetter, und zeigt euch auch ein Zitat des Tages an, bei welchem ich immer erstmal ins Grübeln komme, was mir das jetzt sagen soll. Natürlich könnt ihr mit einem Tippen auf das Mikrofon dem Assistant auch alle möglichen anderen sinnlosen Fragen stellen. Von rechts nach links kommt ihr dann zu euren Widgets. Hier könnt ihr wie bei einem Android-Smartphone selber festlegen, welche Apps ihr in welcher Reihenfolge angezeigt bekommen wollt. Zum Beispiel bietet die Google Fit App hier eine Übersicht über den Puls der letzten 2 Stunden oder eure aktiven Minuten. Ihr könnt euch auch Termine aus eurem Kalender anzeigen lassen oder auch einfach schnell einen Timer stellen. Aber genug der Funktionen, kommen wir doch zu dem entscheidenden Punkt. Dem Preis. All das kam zu einem Preis von 300 Euro auf den Markt. Das ist ganz schön happig. Mittlerweile bekommt man die Uhr bei Amazon allerdings auch für 170 Euro. Und der eigentliche Grund, aus dem ich mir die Uhr letztendlich gekauft habe: bei Skagen direkt wurde sie für 100 Euro verscherbelt, weil mittlerweile der Nachfolger, die Polster 3, auf dem Markt ist. Und ich denke, genau das ist auch der größte Kritikpunkt der Polster 2. Jedenfalls, wenn Geld keine Rolex spielt. Denn die Polster 3 kann alles, was die Polster 2 auch kann, nur besser. Dennoch ist die Polster 2 für mich die perfekte Smartwatch. Ich komme nämlich von einer Uhr, die so billig war, dass ich sie wegschmeißen und neu kaufen würde, wenn ich einmal zu viel an einer Wand hängen bleibe, bei der ich mich nie um die Wasserfestigkeit geschert habe und die das wohl schlimmste User-Interface aller Uhren jemals hat. Auch nach 3 Jahren täglicher Nutzung weiß ich immer noch nicht, wie ich bei dem Ding den verdammten Wecker stelle. Ich war immer der Meinung, kein Mensch braucht eine Smartwatch. Warum habe ich dann jetzt doch eine? Seit ich arbeite und somit dank Businesskleidung auch eine Uhr haben wollte, die in der Kategorie Optik kein Totalausfall ist, habe ich mich nach etwas Neuem umgesehen. Ich wollte natürlich auch nicht zu viel Geld ausgeben. 150 Euro wären da schon die schmerzhafte Grenze gewesen. Ob es nun eine Smartwatch wird oder nicht, war mir eigentlich egal. Ich wollte die Uhr also nicht für ihre Smart-Features, sondern für die Optik und die Fähigkeit, mir die Uhrzeit anzuzeigen. Und genau das macht die Polster 2 für mich perfekt. Sie war für eine Uhr mit dieser Verarbeitung und Optik verhältnismäßig günstig und sie zeigt mir die Uhrzeit an. Hat sich deswegen meine Meinung zum Thema Smartwatch geändert? Nein, kein Mensch braucht eine Smartwatch. Die Benachrichtigungen kann ich auch an meinem Handy sehen und für Fitnesskram gibt es deutlich günstigere Fitness-Tracker. Und naja, die Uhrzeit zeigt mir halt auch eine normale Uhr zuverlässig, vielleicht aufgrund der Akkulaufzeit sogar zuverlässiger, an. Sie ist aber eine schöne Spielerei und gerade für Technikfans wie mich ein cooles Gadget. Außerdem funktioniert sie auch immer noch bei vielen Menschen hervorragend als Blickmagnet und potenzielles Gesprächsthema. Wer also an eine Uhr dieselben Anforderungen hat wie ich, der wird mit dieser Smartwatch glücklich werden. Wer allerdings eine Smartwatch sucht, deren System am besten alles schon ausgeführt hat, bevor man drauf gedrückt hat, die am besten nur einmal die Woche oder sogar noch weniger geladen werden muss und deren Gehäuse elegant und wasserdicht ist, der muss sich nach etwas anderem umsehen. Und dabei wahrscheinlich auch um einiges mehr Geld in die Hand nehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da und schreibt mir einen Kommentar, wie ihr so zum Thema Smartwatch steht. Falls euch interessieren sollte, wie dieses Video entstanden ist, dann schreibt mir auch das gerne in die Kommentare rein. Und vielleicht mache ich irgendwann mal ein Special-Video, wo ich euch den Prozess zeige.